Willkommen zurück bei Ni no Kuni 2. Wir sind in Goldorado und hier gibt es noch ein paar Spezialaufträge für uns. Hallo. Ja. Oho, junger Mann, ich sehe schon. Du hast mich erkannt. Es besteht doch noch Hoffnung für die Jugend von heute. Du willst sicher, dass ich dir von meinen großen Heldentaten erzähle, die mich so berühmt gemacht haben. Also, das war vor 50 Jahren. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ich war ein prächtiger junger Kerl und die Welt lag mir zu Füßen. Even, lass uns verduften, bevor der Alte und seine ganze Lebensgeschichte auftäscht. Aber warum denn? Klingt doch interessant. So jemanden begegnet man schließlich nicht oft. Junge, deine Geduld möchte ich haben. Und somit herrschte wieder Frieden im Land. Von da an wurde ich für meine Tapferkeit und unglaublichen Taten als Held gefeiert. Und kein Schwein kennt dich, ne? Man erzählt sich überall davon, wie ich eigenhändig die Horde der Oinker-Barbaren niedergemäht hatte. Ja, wenn du das sagst, wird das wohl so sein. Wie ich auf hoher See die schreckliche Schrimmrede mit bloßen Händen in Stücke gerissen habe. Ja, ich glaube auch. Und wie ich obendrein den hoch am Himmel leitenden Udrago mit einem Pfeil durchs Auge erlegt hatte. Ich war unbesiegbar damals, der Stärkste weit und breit. Jedes Kind kannte mich. Das ist ja unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass ich heute nur durch Zufall so einen Helden begegnen würde. Ich sehe schon, du bist hin und weg und fragst dich, wie du auch so ein großer Held werden kannst. Mein Junge, dann habe ich eine Aufgabe für dich. Du musst die Höllen Flimmerfee besiegen. Okay. Diesen Namen habe ich noch nie gehört. Die Höllenflimmerfee. Sie treibt sich beim Schrein in der Nähe der Stadt herum. Sie hüllt sich in schwarzen Rauch und ist viel gefährlicher als gewöhnliche Monster. Ob sie vielleicht vom Dämonen auch besessen ist? Sehr nah. Remy, also das war. Er hat mal quasi normal gesprochen. Klingt ganz so. Also nicht so, ah, klar, hier, sondern. Diese Fee hat einen ganz besonders üblen Charakter. Sie erschreckt Reisende und jagt sie dann in die Wildnis hinaus, von wo sie nie mehr zurückkommen. Wenn ich 10 Jahre jünger wäre, hätte ich mich schon längst selbst um sie gekümmert. Einfach so, zack. Aber leider macht mir mein Kreuz ziemlich zu schaffen. Eine alte Kriegsverletzung, weißt du? Daher muss ich leider tatenlos zusehen, wie die Fee ihr Unwesen treibt. Verstehe. Und deshalb, mein Junge, musst du die Sache übernehmen. Leg der Höllenflimmerfee das Handwerk. Wenn du das schaffst, ist das vielleicht der Anfang deiner eigenen Heldengeschichte. Yes. Gut, ich werde mich drum kümmern. Genau das wollte ich hören. Jojo. Ist das dein Ernst, Even? Einfach so? Naja,
Irgendwer muss diesem Monster doch das Handwerk legen. Und außerdem will ich dem Alten beweisen, dass ich auch das Zeug zum Helden habe. Alter. No! Oh, verstehe, ey, warte mal. Du hast dich von dem Opa ja total um den Finger wickeln lassen. Ja, aber okay. Ich wäre schließlich nicht dein Wächter geworden, wenn ich dir nicht vertrauen würde. Also, blamier mich nicht, hörst du? Okay. Ha, ich hab mal die richtige Karte getroffen. Da! Gut. Hatte der nicht gesagt, er hätte alles mit dir, wäre unbesiegbar, hast du nicht gesehen und so weiter und so fort. Und dann kann er nicht gehen, weil er eine Kriegsverletzung hat. Ja, ich glaube auch. Also, okay, jetzt brauche ich mal kurz die Karte hier, wo muss ich hin, da unten. Das heißt, wir müssen da hinten runter. Okay, es geht. Ah, und schaut mal, ich habe gerade gesehen, auf der Karte, da ist ein Haken, weil wir das schon gemacht haben. Gut zu wissen. Ach, das ist also Flimmerfeen, okay. Das sind die Flimmerfeen. Da ist die Höllenflimmerfee. Ah ja. Ja. Natürlich komme ich von hier nicht dahin. Natürlich. Even. Ah. Ist denn hier noch irgendwas? Wenn ich hier lang gehe? Nee, oder? Was sehe ich? Schau mal, da unten ist eine Höhle. Ich glaube, wenn wir die Fee platt gemacht haben, gucke ich, ob ich mit unserem Luftschiff da unten landen kann. Apropos Luftschiff. Ich habe keine Lust, darüber zu latschen, deswegen. Deswegen lande ich einfach neben der Fee. Hahaha. Ja, ist ja eine Truhe, die ich nicht aufmachen kann. Schade. Hallo. 26. Okay, das hätten wir schon viel früher machen können. Die arme Fee wird gar keine Chance mehr haben. Die tut mir jetzt schon leid. Alter! Aua! Hatten wir vorher schon so wenig Leben oder hat irgendwas... Oder hat uns irgendwas ganz schön übel getroffen? Aber ich bin eigentlich... Ja, das war's. Okay, bevor wir zurück zu dem Alten gehen, ich will mal gucken, ob... Nee, okay, da kann ich nicht landen, aber dafür habe ich hier noch eine Truhe gesehen. Könnte ich eventuell... Ja, mit dem Schiff komme ich hier, glaube ich, auch nicht durch. Man kann es aber kurz versuchen. Ich glaube es zwar nicht, dass das geht. Doch. Wassergrotte. Ja gut. Mal schauen, was die so bringt. Vielleicht einen neuen Knuff? Schauen wir mal. Ich kann mich auf jeden Fall nicht daran erinnern, dass ich hier schon drin war. Wir gucken einfach mal. Aber hier ist
Erstmal noch gar nichts. Okay. Ja, gut, hier kommen ein paar Gegner. 32, okay. Also ich würde sagen, ich war ja noch nicht drin. Hallo. Was für ein schöner Ort. Traumkohl. Okay. Von mir aus. Mal schauen, wo wir hier landen werden. Noch ein Traumkohl. Da haben wir ja ein paar Monster, die auf uns warten. Aha. Und da ist ja auch Ende. Ist alles nur für eine Truhe? Hallo. Ich renne doch genau rein. Was ist? Jo. Okay, das war alles nur für eine Truhe. Oh, ein Kristall. 5 Rubite. Mal gucken, ob hier noch irgendwas in der Ecke ist. Irgendwo. Hier nicht. Da auch. Vielleicht da hinten. Nö. Nö. Was? So sind die. Nö, hier ist gut. Hier ist nichts. Dann können wir wieder gehen. Dann können wir auch wieder gehen. Und wir sind bald Level 50. Und dann können wir den. Dann, ja, das ab Level 50 gibt es keine Punkte für den Kampf-Equalizer mehr, richtig? Ja, war ich das gerade falsch im Kopf? Ich meine, das hätte so geheißen, als wir den bekommen haben. Na, wer weiß. Aber wir werden sehen, sagen wir es mal so. Ich meine. Dass das so war. So. Alter Mann, wir haben es geschafft. Junge, hast du es wirklich geschafft, die Fee zu bezwingen? Ja, es war zwar nicht ganz einfach, aber ich hab's geschafft. Nicht schlecht, ich merke schon. Wir zwei sind aus demselben Holz geschnitzt. Ein echter Kerl läuft nie vor einer Herausforderung davon, richtig? Viel Feind, viel Ehr, sag ich immer. Man muss stets nach Höherem streben.
Das ist der Weg eines echten Helden. Ein Held ist sich nie selbst genug. Er muss immer, wie soll ich sagen? Ach, was red ich denn da überhaupt? Ich muss dir etwas gestehen, Junge. Meine Geschichte, die ich von vorn bis hinten... Meine Geschichte, die ist von vorn bis hinten erstunken und erlogen. Ja, das dachte ich mir schon. Ich tue nur so, als wäre ich ein großer Held gewesen, weil ich die Leute damit begeistern kann. In Wahrheit bin ich nur ein Feigling, der immer allen Schwierigkeiten aus dem Weg gegangen ist. Da, das stimmt doch gar nicht. Sieh doch mal, wenn du wirklich... Sieh doch mal, wenn du wirklich so feige wärst, dann hättest du dich doch nicht getraut, mir von dem schrecklichen Monster zu erzählen. Genau. Alles klar, Ivan. Vielen Dank. Aber du brauchst mich nicht zu schonen, mein Junge. Du bist nicht nur stark, sondern hast auch ein großes Herz. Du hast das Zeug zu einem echten Helden. Immer wenn ich den Leuten meine Lüge erzählt habe, habe ich mich danach furchtbar schuldig und wertlos gefühlt. Aber heute nicht. Dank dir fühle ich mich jetzt sogar richtig befreit. Weißt du, ich glaube, dass aus dir noch ein ganz großer wird, Junge. Du könntest selbst meine erfundenen Geschichten noch in den Schatten stellen. Ja, ich glaube, das haben wir sogar schon, ne? Ich? Ach, Ivan. Ist schon gut, Jung. Versprich mir nur, dass du niemals aufgeben wirst, hörst du? Und dann, wenn ich dann noch da bin, dann erzählst du mir deine eigenen Heldengeschichten. Gut, versprochen. Ja, so muss das sein. Ich wünsche dir viel Glück. Ich wünsche dir alles Glück der Welt, Junge. Flup, weg ist er. Okay. Dann gehen wir mal zum nächsten. Uipa, das nehme ich. Ada. Wenn das nicht Ivan ist. Danke, dass du dich um Chihuahua kümmerst. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, auszuwandern. Natürlich möchte ich dir dann auch meine Dienste anbieten. Was kannst du denn? Okay, ich glaube. Ach. Ist das auch eine Schneiderin oder? Mir kam zu Ohren, dass es bei dir eine Menge Leute gibt. Da sind sicher viele potenzielle Kunden dabei. Hey. Wie du weißt, bin ich ja Schneiderin. Ich bin schon sehr gespannt auf die neuen Materialien und Kunden in deinem Königreich. Ich werde mich anstrengen und mir dort einen Namen machen. Ach, das war's? Okay. Gibt es dort eigentlich auch Schneider aus anderen Ländern? Ich würde gern mehr über die Technik anderer Länder lernen. Wir sehen uns dann dort wieder. Ich mach mich mal auf den Weg. Wenn das so weitergeht, ja, dann gibt's in den anderen... Nee, ich muss hier runter. Ey! Teilweise kann Ivan nicht so kleine Absätze runterspringen. Und hier jumpt der einfach von da oben runter? Der ist so bescheuert. So, du? Ja. Du kaufst Süßes für 100 Gulden und zahlst mit einer 500 Gulden. Ach guck mal, Roland steht dabei. Okay, normal. Du kaufst Süßes für 100 Gulden und zahlst mit einer 500 Gulden Münze. Wie viel Wechselgeld kriegst du zurück? Keine Ahnung. Nee. Was macht ihr denn? Was macht ihr hier? Wir werden später mal ein Geschäft aufmachen und Frau Olivia bringt uns die Grundlagen bei. Das sind Brüder? Also,
Naja. Frau Olivia? Moment. Frau Olivia, ist das vielleicht... eine Bekannte von dir? Als mein Vater noch lebte, kam manchmal eine Lehrerin namens Olivia vorbei und unterrichtete mich. Oh. Ah, eine Privatlehrerin also. Wo finde ich denn diese Frau Olivia? Die Frau Lehrerin hat gesagt, sie will in Mürswald gehen und den Schülern von Mür Bücher vorbeibringen. Ob das wirklich okay ist? Mein Papa hat gesagt, dass da jetzt ein großer Wolf rumläuft. Ein Wolf. Ein Wolf? Ein normaler Wolf? Was? Ich hoffe, es ist nicht passiert. Wir sollten die Suche gehen und uns vergewissern. Ja. Gut, Freunde, ich würde auch sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Für heute ist der Part vorbei. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Und ich sage erstmal bis dahin und ciao.